Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Survival Fountain of Youth mit Wasabi. Ja, hallo zusammen. Jo, wir sind wieder hier. Ich schau gerade am Boden, sehe ich gerade. Wir sind wieder hier auf unserer Kupferinsel. Es ist ein Patch gekommen, ein paar Sachen haben sich geändert. Das Gewicht von dem wird nicht mehr hier angerechnet, zum Beispiel. Das merkt man, wenn ich es ablege, habe ich da 24 Kilo verbraucht, sobald ich es anlege, nur mehr 22. Die Waffen-Detto, das macht viel mehr Platz, weil diese Waffen hier mit 3 Kilo, 3 Kilo, 4 Kilo, haben alle zählt, die zählen jetzt alle nicht mehr dazu, das heißt, wir sind so, wie wir sind, bei 22. Das ist wild. Die Änderung ist gut, sehr gut sogar, und war auch dringend notwendig. Dann, übrigens, habe ich die anderen gesagt, was sie noch geschrieben haben. Sie haben ein bisschen an die Zahlen rumgeschoben. Lange Rede, kurzer Sinn. Es soll auch jetzt das Gewicht der Gegenstände allgemein ein bisschen weniger geworden sein. Das heißt, wir sind allgemein ein bisschen leichter, dass wir nicht dauernd voll sind. Was jetzt so viel hast wie? Wir werden loslegen. Und verzögern uns jetzt mal und schauen gleich weiter. Wir werden so wieder voll sein, wir werden vorsichtshalber trotzdem einmal gleich den Ding mitnehmen. Dass er dafür ein Lagerfeuer braucht, finde ich nur immer irgendwie unbegreiflich. Ja, ich würde sagen, gehen Jaguar besuchen. Ne? Wir werden in die Richtung gehen, ja. Ich hätte gern, ich würde gern nicht gleich schon mit einer Wunde hinmarschieren, weil ich habe da oben klar. Jetzt ist alles grün. Jetzt sind wir überall im grünen Bereich, das ist perfekt. Viel besser vorbereitet, können wir bald gar nicht mehr losmarschieren. Das heißt, wir gehen. So, wir machen mal die Richtung. Auf die Überhitzung, das ist jetzt auch vorbei, oder? Falls du die andere Rüstung hast. Wir haben da gestern rumgespielt damit und ja, mir ist es seitdem nicht mehr aufgefallen, aber wir haben ja dann noch ein Herstellen gestern auch nicht mehr so viel gemacht. Also, aber ich denke, das hat sich jetzt erledigt. Was ist das? Da könnten sie auch an die Zahlen nur rumspielen. Für den Kaffeebrocken hat er jetzt eine Stunde 45 gebraucht. So, ich würde nur gern. Ja, gerade die Blätter sind Mangelware dann immer vollgas. Ach Gott. Da hucken gern Spinnerinnen drauf auf die Blauen. Ja, die ist mir auch nicht aufgefallen, weil es so klar ist, ne? Aber das ist ja, wie hast du gestern schon gesagt, dass sie mit den Spinnen haben es ein bisschen übertrieben. Ehrlich gesagt, ein bisschen viel übertrieben, weil das ist schon nervend. Wirklich nervend oft. So, jetzt mal weiter. Da drüben waren wir gestern eh noch. Da waren wir noch nicht oben. So, jetzt schauen wir mal auf die Map. Oh ja, da waren wir schon mal. Da hinten den einen habe ich gekillt. Aber das war aber der richtige Weg da. Da war aber so ein Wasser des Lebens. Holen wir sich das zuerst, dann kriegen wir unseren Lebensdebuff-Effekt. Dann haben wir wieder volle Life. Oh ey, beim Jaguar stirbst du dann eh wieder. Dann warten wir lieber, weil das, ich bin letztens zweimal gestorben und habe mit einem Flaschel den ganzen Debuff weggekriegt. Dann schauen wir lieber, ob wir sterben. Das war vielleicht schon praktisch. Und da war ein Bäumchen zum Kartografieren von der restlichen Insel. Gut, gehen wir da rauf. Das sind sogar zwei Flaschen, glaube ich. Ne? Ich habe jetzt nur eins gesehen, da. So, da drunter vielleicht. Nein, in der Mitte ist jetzt noch ein zweiter. Das? Oder? Ah, ja, ja. Na wirklich? Sowas. Das werden wir natürlich dann gleich ausnutzen, so. Denken wir schon, ich nehme so viel mit und letztes Mal war ich jedes Mal, wenn ich ein bisschen was mitgenommen habe, sofort bumm voll. Aber ich muss da ehrlich sagen, jetzt so da, wir haben jetzt voll viel Steckerl mit. 46 Steckerl und sind noch nicht einmal bei der Hälfte vom Gewicht. Ich muss das aber wirklich sagen, dass es eine super Änderung ist, weil. So geht's auch. Wenn ich mir das anschaue, überlege mal.
1, 0, 5, sagen wir 2, 3, 4, 4 halbe. Ja, bleiben wir gerade so in 4, 6, 10, 13, 16, wurscht. Ja, das sind 16 Kilo, was wir da jetzt angezogen kriegen haben, ne? Da waren wir schon bei 32 jetzt. Ja. Also die Änderung, dass das Gear nicht mehr da zuzählt, ist schon mal wild. Ja, jetzt habe ich einen Skorpion gefunden, sehr gut. Und da wird schon wieder finster, oder? Ja, das liegt wie gesagt daran, weil er zum Kaffeebrocken von einer kniehochen Pflanze 1 Stunde 45 braucht. Da vor mir müsste das eigentlich Ananas sein. Ananas sind lecker, habe ich schon lange nicht mehr gegessen, hey, was du da sagst. Ja, das. Wo soll die da sein? Hörst du das gleiche wie? Hm. Oh, könntest du nicht laufen zu mir? Na, verpiss euch, ich besser für euch. So, kann ich da jetzt ein bisschen schlafen? Was verliere ich da? Nicht viel. Mach mal. Wenn ich in der Nacht da rumrennen will, ich jetzt auch nicht. Das ist eh blöd. Und das siehst du ja nichts gescheit. Nein, ich sehe nichts. Ja, mir auch nicht. Ja, ich voll. So. Da ist die Ananas. Ein Tier jagt mich. Warum kann ich das nicht aufheben? Ha! Hättest glaubt, Viecherl. So nicht. Was ist das da? Kaktus. Kaktus wurde studiert, sehr schön. Mal gleich alles mitnehmen, gell? Was kriegst du denn da? Sais nicht mehr, oder? Vermute mal. Wasser und Essen. Ich brauche das Essen eigentlich ein bisschen mehr. Okay, ich würde sagen, wir gehen die Umgebung da mal geschwind säubern. Wenn man sieht sie auf der Map, ey, da ist noch so ein Gegner da. Den zweiten, den werden wir nur töten, weil dann kann ich mit meinem Karren am Karren da rumfahren. Wo ist denn der? Ja, aber ich hätte da vorne jetzt gar nicht so viel sammeln, weil sonst bist du wieder voll bist in die Richtung nach hinten kommst, oder? Das stimmt, aber wenn ich es jetzt stehen lasse, vergiss es nachher sicher auch, oder? Weil wir haben ja eh noch. Wir haben ja, ich merke ja, wenn es zu viel wird, kann ich ja noch immer. Weil das weiß ich eigentlich schon bald wieder. Die kleinen Sachen sammeln die eh nicht. Ja, was der Plan ist, ja eigentlich Kupfer und das wird ja wahrscheinlich nicht leicht sein. Es wäre ein Wunder, wenn es leicht wäre, ne? Dann schauen wir mal, wie viel Gewicht wir haben. Weil jetzt ist ja, es ist ja jetzt viel leichter. Schau, siehst du, was ich jetzt alles eingesammelt habe gerade da. 10, 23, Ding, wir waren da bei nix, wir sind bei der Hälfte vom Wagerl. Und wir sind fast la. Aber wir werden trotzdem weitergehen. Da hast du schon recht. Schauen wir mal weiter. Ja, da oben komme ich jetzt eh nicht. Der Gegner ist nicht da, den ich töten will. Naja, andererseits. Da ist irgendwas eingebaut. Mhm, da ist eine Höhle oder was das heißt. Ja, die wieder unten sein wahrscheinlich. Was du auf der anderen Seite da behufst, ne? Kann schon sein, ja. Das wird zur Zeit. Da ist er. Komm her.
schaut wirklich aus wie mein Nuk-Nuk, den ich gehabt habe. Gut, da kommen wir nicht hin. Wo kommen wir da weiter? Da kommen wir zu dem Wasser. Stamm, wir wollen einmal links rauf, gell, haben wir gesagt, da oben. So, kommen wir da mit unserem Wagen um. Ja, wir haben einen Geländewagen wortwörtlich. Da sind wir letztes Jahr von so vielen Viecher angegriffen worden wie deppert, gell? Was, da waren wir schon? Ja, wie ich da durchgerannt bin, weil ich mal ganz nicht irgendwas voll gesucht habe, weil ich gestorben bin. Und dann, wo ich dann auch gestorben bin. Da, bei dem Baum da. Da liegen ja die Leichen alle. Ha! Ich wusste, du kommst irgendwann. Ich hab mich schon vorbereitet drauf. Da, der Star. Die Haut von dem, was wir gekillt haben da. Mein altes Paddel. Da hab ich ja wie deppert da versucht, gar nur irgendwie ein paar Äste zu kriegen. Ah, genau, den einen Stamm. Den Baum wollte ich haben da. Unbedingt, weil ich gesagt habe, das geht nicht anders. Ich verreck und dann bin ich ja direkt in der Base da erst verreckt. Das ist sich dann eh nicht ausgegangen. War ja so ein kurzer Versuch. Bringt das noch an oder was eigentlich? Mehr Wasser als Essen natürlich, aber relativ gab 15 Wasser. So, unser Wagen ist eh schon voll jetzt. Wie gesagt, wir können sie ja nur immer jetzt ausrahmen, also was auszuschmeißen, was wir nicht brauchen. Was tut denn? So, Essen. Ist das. So, Wagen voll. Und wir sind noch lange nicht voll. So, dann stellen wir das da jetzt mittig an. Das wird schon wieder finster, oder? Ja. Stellen wir das da mittig an, da ist ja sonst nichts, ne? Ja, da ist nicht wirklich viel. Oh! Das schaut nach einem Freund von uns aus. Ja, die Schriftrolle. Bambusgefäß. Bambusgefäß okay. Ist praktisch gesehen ein Ding. Ich hätte geglaubt, das ist ein Schriftrolle. Köcher. Da wird irgendwas drin sein, aber das ist ein Köcher, glaube ich. Kann man, glaube ich, herstellen. Und ich würde nur mal einen Screenshot von dem machen. Wann er vielleicht ein bisschen in der Sonne ist. Ich schlafe eine Stunde, komm. War klar. Screenshot! Schauen wir, was drin ist. Nix. Ein leichter Behälter zum Transport von Flüssigkeiten. Ah, der nimmt 15. Und der nimmt 10 nur. Okay. Das heißt so viel wie, der ist ein besseres Targeting. Sehr gut. Das schaut jetzt dann noch Arsch aus. Na, links rum. Wir haben einen Tegu, zwei Tegu und dann Jaguar. Da vorne ist schon mal der Tegu. Triff ich den von da, ohne dass ich den Jaguar pull? Eh wurscht. Das ist so klar, bis der aufgezogen hat, ja? Schlecht.
Ich hab da doch gerade einen Jaguar gehört, oder? Ich weiß nicht. Da hinten ist er. Ich hab mir knurren, die da draußen. Na, aber ich sag dir, das ist ja ein Wahnsinn, weil. Wenn ich da aufziehe für den Tegu. Bis der aufgezogen hat, hat der den schon herpult. Da ist was zum Bett, das Blättern, schau. Warte mal, ich geh da mal geschwind hin, bevor wir zum Ding gehen. Da am Berg um. Wir müssen mal mit dem Boot diese Mini-Inseln da auffahren, gell? Da vorne, die kleine. Na. Oha. Ich glaube, das ist alles von unten zu erreichen, weil da ist angeblich ein interessanter Ort, ein Bett, das ist wieder eine Höhle. Das Lustige ist, dass ich von da vielleicht den Tiger, den Jaguar pullen kann, der nicht rauf kann. Da hinten ist er. Er schaut mir schon an. Ist das schon die Argon Range? Immer wenn ich es anvisiere, rennen sie weg. Wie wollen die das sehen, Daten? Probieren wir den Jaguar ausschießen oder killen wir ihn anders? Probieren wir. Aha! Was habe ich gesagt gerade? Kaum willst du es anvisieren, rennen sie weg. Oder die rennen jetzt eine Runde, dass sie zu mir herkommen. Scheiße. Da habe ich gefallen. Sieh hier und so gleich neben mir stehen da herum. Ich höre was Schritte. Irgendwo was gehört. Ah, da. Ich glaube, das bringt nichts. Wir greifen den einfach an. Das wird sonst nichts. Aber mit dem Bogen wird. Schlecht. Uiuiui. Tada! Der hat das schick gehost. Nicht ausreichend Haltbarkeit gekommen, hey. Na gut. Die Trophäe darf da bleiben. Was, das habe ich wirklich vorher gerade repariert. Das ist genau das, was ich immer mache. So, jetzt fällt mir nämlich nur genau. Jetzt fällt mir genau der eine Tegu an, da hinten noch. Den hole ich mir jetzt auch noch. Dann ist der letzte Gegner weg, der was mich da angreifen kann. Das. Wo ist denn der hingerannt? Der ist halt davor gerannt vorher. Da ist schon mal 14! Sehr schön. Gott, das ist so wirklich schwach. Gut, da fahren wir aber gleich noch mal zurück jetzt, oder? Und fahren dann gleich nochmal her mit dem Ding. Allheilmitteltrank. Obsidian! Na danke, dass es auch einmal gibt. Was haben wir denn hier? Gesang der Büffel. Die großen Handwerker aller vier Stämme waren die Büffel. Geschickt waren ihre Hände. Wachsam ihre Augen und erfinderisch ihr Verstand. Was? Die größten Handwerker waren die Büffel? Stimmt das oder ist es ein Übersetzungsfehler? Die Büffel haben sicher keine Waffen und Werkzeuge hergestellt. Die stärksten Boote wurden von ihren Äxten gemacht. Die stabilsten Häuser wurden von den Häusern erbaut.
Die präzisesten Werkzeuge wurden von ihren klugen Köpfen erfunden und es gab unter den vier Stämmen keinen besseren Baumeister und Handwerker als die der Büffel. Oh, was auch immer. Ja, ich bin ganz kurz bei meiner Knarren. Tu das, ich renne aber zurück. Wo ist er? Ah! Scheiße. Okay. Ein bisschen zu schwer, aber nicht viel. Jaguar-Szenen sind schon mal okay. Kann man das essen? Regeneriert auch gesund, das ist auch cool. Er heilt mich fast hoch. Draußen, da drüben. Jo Leute, das heißt, wir haben wieder was geschafft. Wir haben den Jaguar erlegt. Der überhaupt nicht voll aggro auf uns zurennt oder so. Das lagern wir mal so und schauen mal, was wir hinbringen. Du bist so ein blödes Arschloch, du verdammtes Etwas, du, das ist wirklich. Ja, okay. Na, läuft doch für uns. Haben wir das soweit? Sollen wir sich ein bisschen heilen? Dann werden wir in die andere Richtung gehen. Na, zuerst holen wir sich auf jeden Fall nur die Kupferablagerung. Steppert aber, da brauche ich mehr als eine Axt mit. Auch hin zum Reparieren von derer. Oh, nur ein Steinchen. Das ist ja praktisch. Bevor jetzt irgendwas schief geht. Ein geschwindes Ausziehen. Wie hat man da einen Fisch? Der verdirbt da gerade. Das Problem ist, ich muss zuerst was ablegen. Das ist nicht. D3 Oling, so. Nehmen wir mal einen Fisch. Weil der wird jetzt wieder. Die sind sicher alle kaputt, wenn ich es jetzt nicht mache. Ja, bin wieder da. Ja, servus. Hallo. Ja, die will spielen, die Katze, die ist überdreht. So, ich muss nämlich schauen, dass ich ein bisschen Essen zusammenbringe. Und dann geht's schon.
Haben wir da eine Schmelze auch oder steht das da? Ja. Oder nicht so? Nein, haben wir nicht da. Ich will nur, ich habe gerade fast volles Essen und Trinken und habe voll viel aber live verloren. Ich will jetzt viel schlafen gehen, dass ich möglichst viel live recken kann dazwischen. Ja, dann schlafen wir halt wieder bis in die Nacht rein, was so ist. 23 Stunden war auch ein schwerer Kampf, wir dürfen schlafen. Spielen wir uns wieder mal mit dem. Wir haben jetzt zweimal Kupfer und damit das. So, jetzt haben wir da Brennstoff dazu. Da tun wir Kupferbahnen machen. So, anzünden. Eine Stunde 20, Feuer ist für 3 Stunden drin, passt. Du kannst gerne noch ein paar so Kohlenstückchen herstellen, oder? Mhm. Theoretisch. Kann ich auch gleich noch 1000 andere Sachen jetzt auch machen, weil das, da wird noch mehr jetzt Beile gehen. Und gleich wieder was für Platz auch herstellen wird, da wird noch einiges jetzt an Platz füllen. Pyrit, das ist das Tigerding, das ist was, Aloeblatt. Ein Heiltrank, das da will ich eigentlich nur mal weghauen. Ah, wurscht. Brennt nimmer mehr. Da haben wir jetzt auch weg den Behälter, die Blätter, ein paar Würmer, Federn, die sind wir weg, die Sehnen, die Knochen, zerstören wir. Wir sind eigentlich schon wieder gut dabei, müssen jetzt nur unser den da ausrahmen. Was ist denn da eigentlich so schwer, dass das 80 Kilo hat? Die sind auch. Die eine Assel, da sind auch Hammer, die hätte ich nicht mitnehmen sollen. Haus und Boden? Ja, ich kann es jetzt eh umtun, aber. Den zerstören wir wieder. Kriegen wir auch nichts draus. Das ist jetzt schon bei 46 wieder, ne? Die drei sind schwer. Knochen nicht so. Kann man Pilze machen draus? Könnte man jetzt wirklich anzünden nochmal geschwind. Das machen wir jetzt. Zünden das einmal ein bisschen mehr an. Gebratene Pilze, was gibt's denn ihr her? Tolles. Hui. Beide Kisten. Hui. Trinkt man nicht viel. Brennstoff ist ja genug drin. Gut, dann sind wir soweit eigentlich wieder fertig. Wir müssen jetzt eigentlich nur wieder wo was ablegen, aber ich habe ich schon wieder so viel zu viel da oder wieso bin ich schon wieder so voll?
Irgendwie habe ich so das Gefühl, wie wenn ich mehr craften müsste. So. Was haben wir nur da? Ja, jo. Dann werden wir jetzt wieder da hingehen, oder? Ja, wir brauchen mehr Kupfer. Ja, wie haben wir das eine? Und Stoff brauchst du, glaube ich, auch wieder für die Rüstung dann. Oder? Ja, wir haben nur einiges an Algen rumliegen da und dort, ich weiß jetzt nur nicht genau. Wie weit ist denn der da? Nehmen. Wir haben Kupfer. 8 neue Barpläne. Na bitte, werkt. Könnten aber gleich schauen, was wir können. Die Kupfersäge dürfte es völlig für den Arsch sein, weil ich hab den und die dann noch nicht ein einziges Mal reparieren müssen, seitdem ich es hab. Noch nie. Also die brauchen wir mal nicht. Der Hammer ist fürs Bauen, ist mir wurscht, mit Bäumen, das ist egal. Die. Bauen wir die gleich. Weil wir gehen jetzt wieder abbauen auf und das ist ja. Drei Stiegel abbauen hat die Axt eigentlich ziemlich zusammengehauen, gleich von Anfang an. Ja, na dann auch die gleich. Ich glaube auch, gell. Was ist denn das? Ein starker Zweig, ein Seil haben wir mit. Wo baue ich denn das jetzt wieder? Na. Braucht die verbesserte Werkbank. Er geht schon wieder auf. Ist ja immer so. Schauen wir, kriegen wir wo hin. Einmal, zweimal. Zweimal das, wir wollten ja eh mal wieder zu unserem Saftelding schauen, ne? Aber war jetzt schon ein erfolgreicher Part. Wir haben den Jaguar erlegt. Wir haben das erste Kupferteil. Wir haben da, wo wir nichts mitnehmen können. Nur wo der Jaguar hat da ganz schön Leben gekostet. Zwei, drei von denen möchte ich nicht haben, gleichzeitig. Ja, war man bedenkt, dass wir im Prinzip keine Rüstung haben, weil alles, was wir auch haben, ist immer nur Sonne, Hitze, Regen. Wirklich Schutz
bietet keine einzige Rüstung, glaube ich, noch. Also den Stat. Den Stat-Schutz steht bei keiner wirklich dabei. Ja, die nächste bringt da, glaube ich, nur einen Kälteschutz dazu. Jetzt tut er sich schon wieder besser, aber jetzt hat er schon so viel Scheiße gebaut, wie unfähig ist er denn. Jetzt wird mir das eine sein, weil die Zug aus. Pass auf, und das andere braucht jetzt dann zum Reparieren einen Kupferband, ne? Jo, wahrscheinlich, ne? Das so. Ist ja nicht nur das eine Vorkommen, seit da wieder so auch noch ein Kupfer vorhanden sei, stell ich mir vor. Jetzt will ich was sagen? Ich glaub nicht. Ja. Es ist alles, jedes Vorkommen Obsidian, alles war erzeichnet immer. Außer da oben kommt noch eins, aber da? Da ist nichts mehr. Und es war damals ja von 4 Obsidian Vorkommen 4 einzeichnet. Und da ist aber irgendwie nichts mehr erzeichnet. Hm. Gut, schauen wir noch geschwind die Rezepte durch. Wir haben, ja, eine Kupferschaufel war praktisch die eine, die ist wirklich sofort hier. Eine Kupfernadel brauchen wir, um die Rüstung zu nähen. Armbrustbolzen aus Kupfer, da können wir eine Armbrust machen. Das kenne ich, das ist die Bogensehne. Kriegt man zwar, das ist okay. Und das ist was? Basis der Hornarmbrust an Kupfer. Also mit einem Kupfer können wir sehr Armbrust machen. Das schaut ja mal gar nicht mies aus. Und dann ein Armbrust. Jo, aha, da brauchen wir viel Kupfer. Ja. Verbesserte Schreinereiwerkbank, okay. Du steckst mir an, wenn es geht. Ja, sorry. Alkohol. Jetzt weiß ich, was war. Gut. Den Rest bringe ich nichts hin. Wurscht, was ich tue. Geht's ja nicht mehr aus. Es ist erneut schon wieder alles voll. Und jetzt holen wir sich das letzte Küpfer und dann werden wir aber gar nicht da oben umgehen. Da werden wir mal da unten anfangen, da einer. Dass man die, da müsste man von außen kommen eigentlich. Mal gucken. Aber ich hoffe jetzt einmal, dass wir überhaupt das ganze Kupfer abbauen können. Skorpion, Skorpion! Den muss ich mitnehmen, nur wenn ich meine normale picke. Ich habe jetzt nur mit die. Wenn mir andere nicht schafft, alles zu reparieren. Muss ich nämlich dann das mit der machen. So machen wir das so.
Ist schon alles vermodert. Was bist denn du? Oh, du bist so ein Kanonending, so laut. Ja, mehr damit. Zack. Leicht, die kann man wieder nicht rühren. Oh, die Kupferochse hält schon einiges aus, was ich gerade gesehen habe. Wo, oh, was, wie, wer? Ja, die Kupferspitzochse, was da mit ja. Die hält einiges aus gegen die andere. Hoppala, völlig erschöpft. Alter. Kann ich nicht alles nicht wirklich mitnehmen gerade. Kann ich schlafen geschwind, das ist ein bisschen. Ja. Ein paar Kleinigkeiten könnten, so wie die starken Zweige mit. Kleinigkeiten müssen nur mal. Nein, man sieht es. Ah, drei Fuß, ein halber, ein halber, ein halber. Ist. Und wir sind wieder im Spiel. Da sind wir fertig. Ja. Oh ja, fertig sind wir. Ja. Sind ganz knapp ausgegangen. Und wir können schon wieder craften. Warte, da war was zum Anschauen, glaube ich, auch noch, gell? Das war mittig oben, das haben wir eh, das war dieses mit dem Büffelzeug. Achso, das war ja. Au. Als erstes, man muss Werkzeug herstellen, oder? Kupferobst, ein Kupfermesser wird es wahrscheinlich auch geben. Oder statt ja, Messerklinge habe ich nämlich schon gesehen. Ja. Nein, es war es wahrscheinlich das Beste. Weil die Rüstung haben wir noch gar nicht alles durchgeschaut. Achso, das geht eh noch gar nicht. Warum? Ich brauche jetzt erst ein Leder. Ich habe nur Algen, ich habe das die Lederrezepte noch gar nicht. Kann es das sein, dass wir die Gerberei irgendwie noch upgraden hätten sollen nochmal? Hm. So. Fuck, der wird das auch gefühlt.
Ja gut, mit einem kann ich rumrennen. Jetzt macht eine falsche Behörde da. Gut, das ist ja ein weniger. So, was können wir jetzt craften, haben wir gesagt? Werkzeug, ein Kupfermesser, dafür brauchen wir den Kupferling da unten. Kupfermesserklinge, dann machen wir die mal, oder? Okay, geht nicht. Jetzt geht's los. Schau, jetzt brauchen wir wieder das andere. Die primitive Schmiede brauchen wir dafür. Tonform für Armbrüste. Wieso brauche ich die bei der Schmiede da? Alter. Du, ich glaube, jetzt wirst du den Rest noch holen. Von der anderen Base da umzahlen. Die Säge rauszunehmen, oder? Okay, wo ist er? Ja gut, du brauchst irgendwie auch ein Hauptbase, wo du wirklich die Sachen einmal hinstößt und aufwertest und dann musst du wirklich hin und her fahren. Ich glaube auch fast, dass die eher da wird, oder? Oh, auf eine von den drei Inseln oder was das sind, aber weiter geht's eh nicht mehr. Ja, das Ding ist halt das. Ich bin ja auf Terra da gerade und hab da eigentlich auch relativ viel und ich hab da auch mehr Platz, weil ich da ja sowieso Freiluft baue, ne? Theoretisch müsste man. Ne, ich bräuchte den Brennofen, da ist da. Okay, Leute, aber das war es jetzt einmal für uns hier. Wir haben das einmal, ich nenne es jetzt bravourös geschafft. Wir werden die Werkzeuge hier herstellen, das ganze Zeug. Fahren mit dem Schiff jetzt zurück, holen die anderen Stationen, bauen die hier auf, weil irgendwie wird das sonst nichts. Da können wir auch in die Nacht schlafen, was egal ist. So. Da brennt sogar noch. Oh Scheiße, das hätte ich auch nicht machen können, gell? Zwei ist nicht viel.
sondern das werkt auch. So. Ja, okay. Leute, das war's. Wir werden jetzt aufhören hier und werden das alles herholen, wenn es geht, die Crafting Stations upgraden und dann die Kupferwerkzeuge dann alles herstellen. Werden aber natürlich im nächsten Part dann mit die Werkzeuge dann auch darauf marschieren und werden hier mal das Ganze erkunden. Gut, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Cool war's. Mir hat's gefallen. Jaguar, cooler Gegner. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Abo, like, comment. Nicht vergessen. Bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.